In Venedig sind Schmuckstücke aus Indien, die in einer Ausstellung im Dogenpalast gezeigt wurden, gestohlen worden. Verschwunden sind offenbar eine goldene Brosche und Ohrringe, die einen Wert von mehreren Millionen Euro haben sollen. Sie gehörten zur Altani-Sammlung aus Katar. Wie die Einbrecher den wertvollen Schmuck aus der Vitrine entwenden konnten, ist nicht ganz geklärt. Der Diebstahl fand am letzten Tag der Ausstellung statt. Offenbar hatte die Alarmanlage nicht funktioniert. Laut der italienischen Polizei fehlte es auch an Sicherheitspersonal.